ganz, ganz kurzen Nachklang. Mein Name ist Andreas Schwab. Ich bin heute stellvertretend für Carola Eckstein, der Versammlungsleiter von dieser Kundgebung und der Demonstration. Vielleicht haben es einige bemerkt, mitbekommen, wir hatten hier drüben nebenan ein paar Verhandlungen oder einen Dialog mit der Polizei. Auslöser davon war, dass hier in der Straße nebendran ein Polizeiauto steht mit ausgefahrener Kamera auf diese Kundgebung. Als Versammlungsleiter habe ich gefordert, dass die Kamera eingefahren werden soll, muss, nach irgendeiner Rechtsgrundlage gefragt, dass hier eine friedliche Versammlung, dass da eine Kamera drauf gerichtet wurde. Mir wurde versichert, die Kamera sei nicht an. Das kann niemand überprüfen. Jetzt mal kurz. Ich denke nur, dass das Demo-Publikum. Moment. Jetzt machen wir es kurz. Ich fand es wichtig, dass das Demo-Publikum darüber informiert ist. Manche haben es auch gesehen, dass es da drüben Verhandlungen gab. Und dass ihr euch ruhig in Zukunft auch hier beim Demo-Team meldet, wenn Kameras hierher gerichtet sind. Weil uns wurde zugesagt, dass es bei der Behörde behandelt wird, bei der oberen Polizeistelle. Aber meldet euch ruhig hier hinter der Bühne, wenn ihr das wahrnehmt, dass wir uns darum kümmern können. Schönen Abend, schöne Demo, tschüss. So, auch wenn Sie uns jetzt den Rücken zukehren, noch eine schöne Nachricht. Wir haben soeben die CD überreicht bekommen mit dem Bahnhofslied von Herrn Schinkel, was uns besonders freut. Sie werden dieses Lied also öfters mal hören von dieser Bühne, auch wenn er selber nicht dabei ist. Aber moralisch ist er dabei.